Hallöchen, ich bin mal wieder unterwegs mit dem Rückenwagen. Kann mal wieder ein bisschen überladen. Oh, scheiße. Ja, genau, mein Rückenwagen und schon hier bin ich wieder unterwegs. Im Forst. Jawohl, wenn man mich kennt. Ja. So, und mit meiner 23er sehe ich, mit der Oldtimer sehe ich, sage ich allebei. Gell? Ja, der ist ja hergerichtet worden. Der habe ich anladen und wie du es auf Zeiten gekriegt hast, ist so gestorben. Nein, Schmarrn, wenn du es auf Zeiten gekriegt hast, dann ist es gelaufen. Wenn du es hochgestellt hast, also so wie du es gehabt hast, ist es gelaufen. Wenn du es so gehabt hast, ist es so gestorben. Ich glaube, so war es. Ja, irgendwie so, auf alle Fälle. Ja, ist dir jetzt was gemacht worden, Simmering und so weiter. Und jetzt läuft es wie die Sau! Wie die Drecksau! Jawohl! Einwandfrei. Ja, ich bin zufrieden, weil zum Ablenken ist dieser Top-Sech, der schneidet durch, der zeigt durch wie ein Prozessor. Und jetzt habe ich aber ein Problem, und zwar stirbt es allebei ab. Genau, die stirbt allebei ab im Leerlauf. So, was machen wir jetzt da? Nicht? Jetzt haben wir gesucht in unserem Sammelsorium. Gesucht und gesucht und gesucht und gesucht und gesucht. Der Achim immer sowieso alles. Wem geht es denn genauso für euch? Achim, jeden Dreck hebst auf. Egal, ob das ein abbrochener Schraum ist oder ob das ein angemaltes Blatt Papier ist, es wird alles aufgekommen. Es wird grundsätzlich einmal alles aufgekommen. Wie geht's denn euch? Sagt's bloß nicht, ich bin der Einzige. Aber wir sind die Einzigen. Ich hoffe nicht. Aber das ist Wahnsinn. So, das haben wir gesucht in unserem Sammelsorium von Gebrauchsanweisungen. Klump und Wort, ich war schon 20 Jahre alt. Jetzt haben wir tatsächlich von der 23er Sech ein Handbuch gefunden. Das ist Wahnsinn. Das ist 25 Jahre alt. Ne? Und da hast du noch ein Handbuch gekriegt. Müsst ihr euch das vorstellen, zu einer Motorsäge dazu, weil ich drinsteht, wie man Kitten feilt, wie man Kitten spannt, wie man ein Schwert dafür macht, wie man einen Vergaser einstellt. Und da steht auch drinnen, ganz interessant, wie man einen Leerlauf einstellt. Ja. Und ja, jetzt haben wir das einmal durchgelesen. Und jetzt probiere ich das bei der 23er sehe ich. Dass ich da jetzt mal den Leerlauf einstelle, weil, wie gesagt, ich bin anschneidend und du hast vom Gas runter und läuft den Leerlauf und du stirbst ab. Ich habe jetzt momentan das Problem und das ist scheiße. Das ist, da stirbt es aber oben, musst du wieder anladen und das ist ein Krampf. Also von dem her, Leerlauf einstellen. So. Ist wahnsinnig gut beschrieben in der Gebrauchsanweisung. Echt wahr. Also ich bin überrascht. Mir taugt das einfach. Ich sag's euch. Mir taugt das. Und jetzt ist die Frage. Wie stellen wir jetzt das ein? Gut, also, ich habe mir jetzt mal das anfotografiert, mein Handy. Ja, da steht drinnen. Wunderbare Sachen, da gibt es ja Sachen da. Ne? Da kann man mit einem Schlitzschranzer hingelangen. Ja, wenn wir es einmal so herlegen. Da gibt es jetzt da so drei so Öffnungen: einmal H, einmal L und einmal LA. Unglaublich. Ne? So, jetzt als allererstes zeige ich euch einmal mein Problem. Jetzt lasse ich es einmal an und dann schauen wir mal, ob es so ist. Also im Endeffekt, Olan, ja, jetzt ist es warm, ne? Stirbt ab. Also schaffst du gar nicht im Leerlauf. Schaffst du gar nicht. So, schauen wir mal. Mal das hinbringen. Ne? Da wieder so ein Schlitzschranzsicher. Ne? Und jetzt steht da drinnen. Wo steht jetzt da drinnen? Also, Leerlauf einstellen. Nach jeder Korrektur an der Leerlaufschraube ist meistens auch eine Veränderung der Leerlaufanschlagschraube nötig. Also einmal, das, wenn man das L macht, muss man auch das LA betätigen. Ja. Jetzt steht da drin, tatsächlich steht drin, Motor bleibt im Leerlauf stehen. Lösung, LA, also die Leerlaufanschlagschraube, das ist die LA, ja. Die Leerlauf-Anschlagschraube im Uhrzeigersinn drehen, bis die Kette mitzulaufen beginnt und dann eine Vierteldrehung zurückdrehen. Also das heißt, eigentlich unser Problem, Motor bleibt im Leerlauf stehen. Ja, genau. Das ist jetzt das erste Mal. Also machen wir doch das, oder? Motor bleibt im Leerlauf stehen. Leerlauf-Anschlagschraube im Uhrzeigersinn drehen. Also im Uhrzeigersinn die LA-Schrauben im Uhrzeigersinn sozusagen drehen.
Das H ist übrigens für den Vergaser einstellen, das brauchen wir nicht jetzt. Aber wir brauchen jetzt im Prinzip einmal das L an. Jetzt gehe ich mal da rein. Ja. Und jetzt trage ich da einfach ganz wenig. Weil ich mir das schon durchgelesen habe und die sagen, wenn du ganz wenig drehst, das hat schon brutale Auswirkungen. Nicht, dass wir zu viel drehen, das ist ein Krampf dann. Also im Uhrzeigersinn. Das heißt, nach rechts um mich. Ein bisschen drehen. So. Jetzt probieren wir mal, ob das schon ein bisschen geholfen hat. Ich weiß es auch nicht. Was. Schauen wir halt. Ah, besser geworden. Besser geworden, würde ich sagen. Besser geworden. Besser geworden, ja. Besser geworden, aber bin noch nicht zufrieden, weil es wieder angestorben, ne? Ist schon besser geworden, aber noch nicht so ganz. Jetzt schauen wir mal, nehmen wir nur ein bisschen nachdrehen bei der Schreiferling. Ein bisschen noch, nicht zu viel. So, schauen wir mal. Ja, ich glaube, das können wir jetzt einmal so laufen. Weil jetzt ist es wieder ein bisschen kühler. Jetzt darf ich vorschlagen, jetzt lege ich da mal ab, weiter, dass es wieder gescheit warm wird. Und dann schauen wir mal, nochmal das Problem da ist. Und wenn, dann stellen wir halt da nochmal nach. Ich habe jetzt bloß eigentlich an die L-A-Schraube gedreht. Ja. An der L-Schraube habe ich gar nicht gedreht. Naja, gut. Ich mache das einfach ganz dumm nach dem Handbuch, weil. Ich kenne mich auch nicht aus mit den alten Sägen, da bin ich ja sowieso noch nicht auf der Welt gewesen, ne? Also, jetzt lege ich weiter ab. Genau. Und dann schauen wir mal, ob wir noch was nachstimmen. Auf alle Fall ist das schon super. Wenn das echt das Einzige ist, ja, dann passt das auch. Also, legen wir weiter ab. Auf geht's.
wenn du sie spießt, dann schneiden die aber dabei. Aber geht ja irgendwo hin, geht ja umzusammen. Wenn jetzt da liegt, siehst du das eigentlich nicht. Meistens geht er umzusammen. Aber dann schneiden die aber da nochmal daneben eine, weil dann messe ich von da wieder weg. Das ist jetzt nicht viel hin. Also jetzt tatsächlich, jetzt wirkt eine Scheiße. Ne? Geht wahrscheinlich den einen oder anderen auch. So, wie macht es jetzt? Das. Ich mag es halt so. Zwei Schnitte nebeneinander. Mhm. Gut ist das noch nicht. Nicht. Läuft kein mit, wenn ihr es gesehen habt. Also, das ist immer das, wenn es warm ist und wenn es kalt ist, das sehe ich. Wenn es warm wird, dann ein paar Schnitten. Läuft kein mit. So, dann schauen wir heute halt mal rein in unser Handbuch, was da drin steht. Da, ob da was drin steht. Ja, tatsächlich, steht drin. Kette läuft im Leerlauf mit. Ja, Lösung: Leerlauf, Anschlagschraube gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die Kette stehen bleibt und circa eine Vierteldrehung in der gleichen Richtung weiterdrehen. Aha. Also wieder zurück. Haben wir das zweite Rad gehabt. Ja, dann drehen wir es wieder zurück, den Schrauben, und schauen wir, wo es dann besser läuft. Genau, das mache ich jetzt mal und dann schneiden die weiter. Zwickt, dann fällt einfach die Power. Das ist klar, weil wenn du da nicht hast, die war ich jetzt mehr, der zeigt halt durch. Auch wenn es ein bisschen klemmt. Aber braucht man nicht. Braucht man nicht, die solche Arbeiten. Dann zeige ich nicht. Dann wird der linke Arm länger wie der rechte Arm. Auf Dauer. Ja, da passt mir keine Jacken mehr. Wenn ich da mal das große Segen um einen Anzug zum Ablingen. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Also. Vielleicht bei wem anders, aber bei mir nicht. Jeder hat da seine Vorstellung, ne? Jawohl. So, und jetzt gehe ich weiter. Das wird mir. Ja, kommt doch wieder was zusammen. Das sind nicht die schönsten Bahnen. Ja, wenn man sich so schaut. Das kann man eigentlich wirklich nicht sehen lassen. Aber leider ist das die Realität. Schaut es euch an. Alle brandig. Aber es ist fest. Es ist fest. Aber sie sind halt so. Habe ich ja schon weggeschnitten. Davor habe ich schon den Arsch weggeschnitten. Es wird alles Hackgeschnitzel. Hm? Ja, oder? Sagt man es gut? Brandig. Halben Meter weggeschnitten. Immer noch brandig. Scheiße! Brandig, brandig. Dann alles, ist eigentlich alles nichts. Oh mein Gott. Wir geben das auch her, weil im Prinzip außen noch mich. Bringst du auch was raus, ja.
So, was tust du sonst? Hackschnitzel und so weiter, ist klar. Aber das sind halt dann die Bäume, oder ich weiß nicht, was gibt's noch? Die, also schlechteste Glas auf alle Fälle, da braucht man gar nicht lange um den anderen. Schaut euch das an. Da hinten haben wir es rausgeschnitten, ihr habt das gesehen. Video verlinke ich euch in der Videobeschreibung. In der Mick, da steht noch das eine Löcherl drin, vielleicht seht ihr es. Da ist das gewesen. Da haben wir es dann rausgeschlüpft. Aber wie gesagt, nicht gute Ware, nicht gut. Da wieder mal guter Ware. Aber naja, ist auch krumm. Naja. Das sind gute Erdstämme, die gingen. Ja. Aber noch auch da. Aber alles ist halt ist fest. Ich liefere das mit an, aber das ist eigentlich ein Witz. Ne? Das kann man vergessen. Aber mei, so ist es halt. Ja, da hinten liegt nur was, hinter dem Haufen hinten. Und dann lade ich das auf, dann lade ich Gipfeln auf, dann ist Gipfel ein Hackware und so entsteht eigentlich kein Abfall nicht. Ja? Das ist im Prinzip alles verwirrt. Das ist alles, das kostet sowieso, das ist alles schlecht. Ja? Ich kann es rausreißen da, Wahnsinn. Alles morsch, faul. Dann musst du jetzt Pfirsich schneiden und dann musst du aber probieren. Das ist gleich ganz wohl. Ja, da drin. Siehst du den eh von außen nicht an. Außer Wurzelanlauf ist natürlich krass. Da kannst du schon sagen, ja, kannst du vergessen. Aber ja. Jeder. Also, wenn ich da so viel wegschneide, wird alles Hackschnitzel. Du musst mindestens bis dahin gehen. Schneidest weg. Was sind das? 3-4 Meter weg. Dann schaust du rein. Ja, ist aber noch brav, wahrscheinlich. Aber schauen wir mal. Das ist alles von da raus. Guck mal, da ist einmal ein Feld gewesen. Das war nicht allerweil ein Holz. Das ist einmal ein Feld gewesen und dann ist es zu einem Holz geworden. Und wahrscheinlich haben die da, weil die das Feld gemacht haben, ein bisschen zu viel Nährstoffe eingebracht, also was weiß ich. So, jetzt lege ich weiter ab. Ich mache ein Viertel werden und noch. Ja, dann lege ich auf. Schaut es auch so. Ja, kostet auch nichts. Es kostet auch nichts. Jawohl. Also, weiter geht's. Jawohl.
bessere Fuhre. Ist ordentlich drauf. Ah ja, es könnte schon noch herhalten, soweit das Wetter. Wenn ich aber so überladen, das ist ein Spaß. Also wer das nicht versteht, dass das ein Spaß ist, natürlich muss man schauen, dass man nicht überladen, weil das ist eine saugefährliche Sache. Die Arbeiterei, das sage ich euch, das, du fährst 15 Tonnen umeinander und Zeug und das nun jetzt auch, da fährt man lieber einmal mehr. Also wie gesagt, das ist alles ein Spaß. Und wer meint, das ist kein Spaß, der hat irgendwas versammt. Weil wir müssen einfach aufhören, dass wir so streng sind mit uns. Wir müssen mehr wieder lachen. Das ist meine Meinung, weil sonst geht sowieso alles im Auge. Das ist so. Und darum lacht man mal gescheit. Ne? Und wenn ich da ein Video mache, alle Montag 17 Uhr, wenn es halt rausgeht, und zwei von 6.000 können lachen bei den Videos, Leute, dann habe ich mein Ziel erreicht. Versteht ihr, was ich meine? Also, ihr wisst, was ich geschlagen habe. So, ich muss jetzt da hochgehen, weil ich habe mir jetzt drum vor hinten an. Das ist nicht ohne. Dann lassen wir die Fixlingen ab. Ich habe nämlich auch schon mal einen Platten gefahren, einen kleinen Schrauben eingefahren. Das ist nicht ohne, wenn du hinten zwei Tonnen um hast, dann hast du einen Platten, der schwimmt weg. Das ist so. Jetzt habe ich da gerade was Blitz gesehen unten. Selbstsichernde Mutter, der ist von der Zange. Habe ich das schon erzählt? Habe ich mal Holz aufgefahren, ist schon eine Zeit her. Wenn man merke, dass die Zange schief hängt, schaue ich raus, fallen zwei so Mutter. Schraubstecker noch drin, Mutter herassen werden und Zange ist halt von vier Mutter auf einer Seite so gehängt. Und dann kruzze die noch mal, das gibt's ja gar nicht. Ja, die werden locker. So gar nicht selbstsicher. Ja, habe ich wieder zwei Affe gemacht, jetzt passt es wieder. Ja, irgendwann findest du alleweil die, die ich verloren gehabt habe. Die Mutter findest du alleweil wieder. Ja, jetzt fahren wir oben, genau, da hinten hat es Platz. Also, was sagt uns das? Am besten alleweil nach 50 Betriebsstunden oder was. Keine Ahnung, schau, ob das Zeug alles noch fest ist. Also die Schrauben sowieso, das ist alles nicht für die Ewigkeit gemacht. Also die Schrauben, die habe ich eh schon gemerkt, die werden locker. Und besonders auch die vom Kran, wo er abgemacht ist, muss man aber wieder kontrollieren, weil es einfach locker werden. Und dann, wenn der das abhaut, also wenn die Schrauben locker werden, und dann das Gespann spät, ne? Scheiße, dann reißt es den Kran runter und die ganzen Hydraulikschleich und so weiter, das darfst du dann alles neu machen. Hau ab! Ich hoffe, dass ich alle Schrauben erwische und keine vergiss, ich sag's euch. Aber natürlich kann das mir passieren, das passiert. Weil das heißt so viel Schraubenzeug, besonders auch bei der Zange vorne, die war einfach so Belastungen ausgesetzt ist. Ja. Also, ich würde sagen, ich lade da noch ab. Und dann fahren wir wieder oben. Dann holen wir Hackschnitzel, Ware, also Gipfel und so weiter. Und dann schalte ich wieder rein. Ja, so machen wir das dann. So, jetzt haben wir es fast herum. Das Hackschnitzel zeige ich. Jetzt haben wir noch Fixlingen ein paar unten. Wieder ordentlich aufgeladen. Da liegt schon einiges da. Ja. Meine Arbeit, das sind schon ein paar Kubik. Da wieder zusammenkommt, das ist unglaublich, gell? Da wieder zusammenkommt, das ist Wahnsinn. Oh, gut. Ich lade jetzt das noch ab, die Sache. Dann habe ich nur zwei Viertel unten, meine ich. Und dann fahre ich noch die restlichen Fixlingen rauf.
Und was willst du, das habe ich nicht gewesen sein. Ich hoffe, ich habe euch wieder ein bisschen unterhalten können. Wenn euch meine Videos gefallen, bewertet es positiv und abonniert den Kanal. Ist ganz wichtig, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, sonst geht es nicht, sagt der eine oder andere. Jawohl. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, Abenteuer, Servus. Jawohl.